Harald Pilik. Ich heiße Sylvia Aramann. Bettina Gangl. Boris. Wie lange bin ich dabei? Ja, eigentlich schon mehrere Jahre. Ich bin eigentlich noch ein Neuling hier, also das ist mein erstes Jahr. Seit es Virtual Office gibt, das ist seit 2002. Virtual Office ist eine Ausbildungsstätte und Ausbildungsmöglichkeit für junge Menschen nach erfüllter Schulpflicht, denen eins gemeinsam ist, nämlich eine doch massiv gravierende körperliche Einschränkung. Wir versuchen diesen Jugendlichen die Möglichkeit zu geben für eine Ausbildung, weil es ihnen nicht möglich ist, aufgrund ihrer Beeinträchtigung Ausbildung zu machen im üblichen Sinn, wie es für uns auch noch möglich ist. Medium dazu ist der Computer, das Internet, denen dann den Jugendlichen es möglich ist, in Kommunikation zu treten und nach 3 Jahren Ausbildung bei uns auch eine Ausbildung weiterzumachen oder eine Beschäftigung zu erhalten. Virtual Office ist für mich wie ein zweites Zuhause, wo ich meinen Kopf ein bisschen ausruhen kann und mit meinen Freunden hier Spaß haben kann und arbeiten kann. Was ist Virtual Office für mich? Es ist einfach ein Platz, an dem die Jugendlichen soweit geschult werden, dass sie am ersten Arbeitsmarkt im besten Fall eine Stelle finden. Und es ist ein Raum, wo die Jugendlichen ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken können, also wo sie wirklich die Möglichkeit haben, dass sie eine gute Ausbildung kriegen, dass sie erstens im Büro arbeiten. Ich habe mit einer immer so eben Photoshop trainiert, InDesign, also dass sie auch ein bisschen in die Grafikprogramme reinschnuppern können. That's what I want to talk to you about. It's one of the most exciting sounds in the world. Bongo. Hey, Ventilator! Und so, du schaust jetzt in die Kamera und du sitzt quasi auf dem Löwen, ganz stolz. Du kannst ruhig immer in die Kamera schauen, wenn nachher dann gerade schneiden wir das so. Dann wollen wir die Hände ausstrecken. Jetzt ist das zurück zu deinen Knie. Und Herz. Wir haben noch bis auf 3. Setzen Sie Ohren immer auf das Ohr, noch bis auf 4. Macht weg, das mit dem Zimmer raus. Und dann geht's an. Bei einem Sessel, da kann man auch im Prinzip einen dazustellen. Ja, Autonomie bedeutet, dass jeder Mensch die Möglichkeit haben soll, oder aus meiner Sicht sogar haben muss, möglichst nach seinem Begriff autonom zu leben. Und für unsere Jugendlichen ist es halt so, dass da manche Möglichkeiten, wirklich autonom zu leben, einfach von Geburt dann mitunter nicht da sind. Ja? Und da, aus meiner Sicht, ist Virtual Office am Plan, das, was an Barrieren im Kopf der Jugendlichen ist, an Barrieren im Kopf von zukünftigen Arbeitgebern ist, möglichst aus dem Weg zu räumen, Hilfestellungen zu geben, sich zumindest einmal im ersten Schritt denken zu trauen, was ich nicht tun könnte, was mir eigentlich vielleicht gar nicht möglich ist, technische Hilfestellungen zur Verfügung stellen, dort wo es sinnvoll und möglich ist, um diese Autonomie zu ermöglichen. Für mich ist es ein gesellschaftlicher Auftrag, das heißt Autonomie, wie ich zuerst gesagt habe, Autonomie muss eigentlich sein, da meine ich die Gesellschaft damit. Wir als Gesellschaft müssen es möglich machen, dass Jugendlichen, denen einfach Barrieren in den Weg gelegt wurden, sei es körperlich oder sonstiger Natur, denen trotzdem alles zu tun, dass die trotzdem an unserer Gesellschaft genauso teilhaben können, an unserer Kommunikation, unseren Veranstaltungen, an Kultur, am Arbeitsleben und an allem dem, was wir auch haben. Was ist Autonomie für mich persönlich? Das heißt, es gibt ja immer Spielregeln im Leben und wie ich mich in der Gesellschaft verhalten kann, aber Autonomie bedeutet für mich, dass ich das selbst nach meinem besten Wissen und Gewissen umsetzen kann und auch einen Handlungsspielraum hat. Ja, vielleicht ein bisschen so zu der Kooperation und der Zusammenspiel von Ars Electronica und uns. Seit dem zweiten Jahr, seit es das U19-Festival gibt, sind von der Ars an uns herangetreten, ob wir nicht eine Kooperation machen könnten und wir auch teilnehmen. Ja, genau. Kikriki, genau. Wow, alles du hast jetzt den Kopf, jetzt, oder? Jetzt taucht er auf. Und jetzt zu. Wenn ich weiß. Wenn man raus ist, ist ja noch mein Kopf raus. Ach so? Oder? Ja, ja. Ach so. Das Rest ist ja mein Gastpaket. Okay. Super, ja, stimmt schon. Sehen wir zu da, oder sind wir heute? Und dort sind wir dann dafür. Nein, das ist das sollte jugendfrei sein und kinderfrei. Okay. Okay. Ja? Was einziges also, das ist ganz cool. Also das Projekt heißt Zukunftsspaziergang. Wir haben uns gemeinsam mit den Jugendlichen in einem Workshop Gedanken über Autonomie und über Automatismus gemacht. Und haben halt so ein bisschen darüber gesprochen, welche neuen Technologien gibt es jetzt, wie autonom können wir mit den Technologien leben, wie viel Autonomie haben wir generell in unserem Leben, also welche Sachen machen wir täglich, wo würden wir lieber ein bisschen anders behandelt werden oder wo würden wir lieber gern was ändern in unserem täglichen Ablauf. Und alle diese Fragen haben wir in einem Worldcafé behandelt und aus dem heraus sind 4 Projekte entstanden, die wir gemeinsam mit dem MKH in Wels in Form von einem Trickfilm-Workshop und mit Hilfe von Augmented Reality, also mit Hilfe von RT5, umsetzen wollen. Zukunftsprojekt kann man sagen. Also zum Beispiel so Menschen mit Behinderung, dass sie sich leichter tun, also in ihren Alltag zu kommen und ja, dafür braucht man so Roboter, kann man sagen. Also meine Gruppe wir arbeiten gerade an dem Projekt, dass wir schauen, wie wir mit dieser Mülltrennung, also Müll, weiterkommen, also dass es keine Müll mehr auf der Straße liegt oder in Ozeanen, also generell. Bild. Boah, was ich mir wünsche, wenn dieses Fragen bei mir mit 15 kommen würde, hätte ich mir gewünscht, dass ich 1,60 werden will, aber ich bin noch eigentlich 1,5. Was ich mir jetzt wünsche, ist das, dass ich vielleicht länger gehen kann, weil mit meiner Grunderkrankung namens MPS geht das leider nicht mehr so möglich, dass ich nur 15 Minuten gehen kann oder vielleicht 5 Minuten stehen kann. Das würde ich gerne bei mir ändern, dass ich vielleicht viel mehr gehen und stehen kann zum Beispiel. Das wünsche ich mir. Wir müssen schauen, ob das scharf ist. Das ist nicht, dass man unscharf macht. Mhm. Ja, passt. Du gehst von da drüben ganz langsam und stolz. Das war's so los. Okay. Hallo.